Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video stellen wir euch zwei sehr hilfreiche neue Instagram-Funktionen vor, die Adam Mosseri, der Head of Instagram, erst kürzlich persönlich in einem Video vorgestellt hat. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Endlich ergänzt Instagram eine Bearbeitungsfunktion für Karussell-Posts. Bisher war es so, dass wenn man mehrere Bilder auf Instagram als ein Karussell gepostet hatte, man die ganze Slideshow wieder löschen musste, wenn man auch nur ein Foto im Nachhinein aus dieser entfernen wollte. Schon seit Jahren beschweren sich User darüber, dass es bei Karussell-Posts so kompliziert ist. Nun reagiert Instagram endlich und rollt ein neues Feature aus. Endlich können auch einzelne Fotos im Nachhinein aus einem Karussell-Post gelöscht werden. Um ein Foto aus einem Karussell zu löschen, drückt ihr zuerst auf die drei Punkte über dem Post. Wählt hier nun Bearbeiten und geht zu dem Foto, das ihr löschen möchtet. Oben links in der Ecke seht ihr nun das neue Papierkorb-Symbol. Wenn ihr auf dieses drückt, kann das Foto aus dem Karussell gelöscht werden. Die Löschfunktion für Karussell-Post ist im Moment nur für iOS verfügbar und soll aber auch demnächst für Android ausgerollt werden. Leider könnt ihr die gelöschten Bilder noch nicht ersetzen. Das heißt, solltet ihr bei einem Karussell-Post ein falsches Bild in die Bildreihe gepostet haben, dann könnt ihr dieses nur entfernen und nicht mit dem richtigen Bild austauschen. Um es vollständig auszutauschen, muss der ganze Post weiterhin gelöscht und neu erstellt werden. Vielleicht wird Instagram in nächster Zeit diese Funktion noch ergänzen. Die zweite Funktion, die Mosseri vorstellt, ist eine Schüttelfunktion. User müssen ihr Smartphone schütteln, wenn Instagram mal nicht so funktioniert, wie es sollte. Das heißt, sollten Stories nicht laden, Musik nicht abspielen oder der Feed nicht laden und es einen einfach nur ärgert, dann sollen User ihr Handy schütteln. Durch das Schütteln öffnet sich ein Fenster, mithilfe dessen man ein Problem melden kann. Man soll dann genau erklären können, was gerade nicht funktioniert. Jemand von Instagram wird sich dann euer Problem anschauen und versuchen, euch zu helfen. So möchte man Instagram noch weiter verbessern. Diese Funktion ist in den USA gestartet und wird wahrscheinlich mit der Zeit weltweit ausgerollt. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt an die Experten von eBakery wenden. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team.